Bremsen kaputt, Reifen platt, Lichtdefekt. Nicht jede oder jeder kann oder will das selbst reparieren. Da ist es gut, wenn man seinen Drahtesel in seiner Nachbarschaft zum Richten schieben kann. Das Besondere an der Fahrradwerkstatt R18 ist nicht nur die Betreuung der Kundinnen und Kunden, sondern vor allem die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Meister Jan Laleike hat hier nicht nur in Sachen Technik seine Berufung gefunden. Ich bin früher in meiner Jugend sehr, sehr viel Fahrrad gefahren und habe dann einfach mein Hobby zum Beruf gemacht. Für mich besonders ist das, dass es hier kein normaler Fahrradbetrieb ist, sondern wir uns um benachteiligte Jugendliche kümmern. Ich kann mit Jugendlichen am Fahrrad arbeiten und das ist eine sehr, sehr gute Kombination, die ich hier gefunden habe und hier meinen Traumberuf gefunden habe. Mein Name ist Maximilian Stahl und ich arbeite als Zweiradmechaniker in der Werkstatt R18. Ich habe früher schon mal Praktika gemacht als Zweiradmechaniker. Ich bin BMX gefahren, ich bin Downhill gefahren und dachte ich mir, wäre doch eine coole Idee, da mal ein Praktikum zu machen. Anfangs, damit man sich dann anfängt, mit den Rädern ein bisschen besser auseinanderzusetzen und auch ein bisschen die Mechanik und die Technik dahinter versteht, zerlegt man quasi gespendete Räder, die wir bekommen, damit man einfach mal ein Gefühl fürs Schrauben bekommt und auch, wie ist denn ein Fahrrad überhaupt aufgebaut. Und durch dieses Zerlegen, da geht dann, kann man nichts kaputt machen, aber man sieht mal, ah, okay, so funktioniert dieses Bauteil. Vom Schnupperpraktikum bis zur vollständigen Ausbildung zum Fahrradmonteur gibt es in der R18 alles. Hier geht es aber um die berufliche und die soziale Integration. Die jungen Menschen bringen einen Rucksack mit. Der Rucksack ist voll mit Steinen, sage ich immer mal, mit verschiedenen Problemlagen. Und wir versuchen mit diesen jungen Menschen den einen oder anderen Stein kleiner zu machen, vielleicht sogar ganz zu zerschmettern. Ja. Und das heißt, dass sie auf der einen Seite, wie Sie sagten, die berufliche Ausbildung bekommen, Qualifizierung, aber auch die persönliche Entwicklung. Hier wird viel mehr auf die Person eingegangen. Und auch wenn man mal was wirklich nicht versteht und voll auf dem Schlauch steht, es ist immer Verständnis da. Immer. Egal für was. Und hier kriegt man jede Unterstützung, die man braucht. Und das kenne ich so wirklich nicht. Das kann sein, dass die jungen Menschen Schwierigkeiten haben mit irgendwelchen Ämtern. Wir unterstützen sie bei dem Ausfüllen von Anträgen, sei es jetzt beim Jobcenter, bei der Arbeitsagentur. Wir machen im Rahmen unserer Maßnahmen hier auch einen Bildungsteil. Das heißt, die jungen Menschen bekommen auch allgemeinbildenden Unterricht. Wenn Sie eine Ausbildung machen wollen, dann müssen Sie in die Berufsschule, Sie müssen das Lernen wieder lernen. Und auch hier bekommen junge Menschen professionelle Hilfe. Wir sind bis zu 3 Ausbilder hier, die sich um die Jugendlichen kümmern. In einem normalen Fahrradbetrieb laufen die Jugendlichen einfach so ein bisschen mit. Und hier haben sie einfach eine deutlich engere Betreuung durch die Handwerker, aber auch durch die Sozialpädagogen, wo sie einfach auch nochmal den sozialen Part mitbekommen, den sie in einem normalen Fahrradladen nicht bekommen. Leider wurden der Fahrradwerkstatt R18 die Räume zum Jahresende 2021 gekündigt. Die Suche nach einem neuen Quartier läuft aber. Und wir brauchen natürlich die Anbindung an irgendein Stadtviertel bzw. Wohngebiet. Also es nützt uns nichts, wenn wir in irgendeinem Gewerbegebiet Flächen haben, was durchaus möglich wäre, sondern wir brauchen ja die Möglichkeit, dass die Kunden zu uns kommen und auch von uns wieder wegkommen, wenn sie das Fahrrad hier lassen. Ja. Wir sind unterwegs, es wird schwierig, ja. Es ist mit mehr Kosten verbunden. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Doch die Stadt München, die evangelische Kirche und evangelische Jugend ziehen an einem Strang. Es wäre auch zu schade, wenn dieses vorbildliche Projekt wegen Platzmangels beendet werden würde.